Über das Thema Mobbing habe ich auf diesem Kanal bereits gesprochen. Es ist einfach ein Problem der Gesellschaft. Aber heute möchte ich ein weiteres Problem der Gesellschaft ansprechen. In unserer Gesellschaft gibt es Dinge, welche sich nicht vermeiden lassen. Auch nicht, wenn man solche Dinge mit härteren Strafen belegt. Manche von euch wissen aufgrund der Thumbnails schon, worum es gehen soll. Es gibt eine, so wie ich sie nenne, Wegschaugesellschaft. In einem Kurzfilm, welcher bereits vor ein paar Jahren produziert wurde, wird dieses Thema auf übertriebenste, aber wahre Weise präsentiert. In diesem Kurzfilm laufen mehrere gezeichnete Figuren herum, doch das Einzigste, was sie tun, ist, dass sie auf ihr Handy starren. Das zeigt eine Gesellschaft, die ihr eigenes Leben so einstellt, dass sie im Social Media immer besser aussehen. Aber im wahren Leben ist nichts dahinter. In diesem Video zeigt man auch, wie eine Figur, die von diesem ganzen System genug hat, von einem Hochhaus springen will und es auch tut. Doch niemand will helfen. Alle filmen diesen Eigentod und laufen weiter, als sei nichts geschehen. Es zeigt eine Gesellschaft, die ihr eigenes Leben so einstellt, dass sie im Social Media besser aussehen. Das ist meine Interpretation des Kurzfilms. Ich verlinke euch diesen Kurzfilm in der Videobeschreibung. Wenn wir all dies auf unsere Welt und auf unsere Gesellschaft übertragen, merken wir, dass wir einer solchen Realität immer näher kommen und dies kaum realisieren, weil wir uns auf das fiktive Social-Media-Leben viel zu arg konzentrieren. Und das ist traurig. Es ist aber auch traurig, dass Menschen, die helfen wollen, immer mehr in Gefahr geraten. Damit meine ich Leute von der Feuerwehr, vom Roten Kreuz und von der Polizei. Menschen, die unseren Tag retten und Menschen, die unser Leben retten. Denn körperliche Übergriffe auf die Notfalldienste häufen sich immer und immer mehr. Und bevor ich es vergesse, Gaffer sind ein riesiges Problem dieser Notfalldienste. Und sie können in Zukunft zu einem viel schlimmeren Problem werden. Wie ihr merkt, kann es so nicht weitergehen. Die gesamte Gesellschaft sollte sich wieder zurück ins wahre und reale Leben wagen. Sonst kann dies in Zukunft noch zu einem viel schlimmeren Problem werden. Und wenn du noch kein Abonnent dieses Kanals bist, würde es mich sehr freuen, wenn du mich mit einem Klick auf den Abo-Button unterstützen würdest. Denn auf diesem Kanal erfährst du immer mehr zu aktuellen Themen der Gesellschaft. Somit verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal.